Die Kinder, die heute mit der Mannschaft eingelaufen sind bei diesem Grazer Stadtderby, beim 121. Grazer Stadtderby, sie kommen aus der Nähe von Graz, aus Dobl. Wie heißt du denn? Lukas. Und bist du ein GAK oder ein Sturmfan? Ein Sturmfan. Und du hast aber heute ein GAK-Leiberl an. Passt dir das auch? Ja. Und für wen haltest du heute die Daumen? Naja, für Sturm. Hast du schon einmal den GAK oder Sturm live spielen gesehen oder im Fernsehen? Einmal. Und wer hat damals gewonnen? Eigentlich war es Gleichstand. 0-0 oder 1-1, also unentschieden. Ja. Und du haltest heute für wen die Daumen? GAK. Stimmt das Herz auch dazu, zu diesem roten Leiberl? Nein. Warum nicht? Weil ich Sturmfan bin. Und warum bist du ein Sturmfan? Ja, weil Sturm besser ist. Also da haben wir noch einen ganz am Burm, der könnte fast ein Mädel sein mit den fashion langen Haaren, gell? Mhm. Hast du einen ganz besonderen Fußballer, der dir besonders gut gefällt? Ja, ja, Dollinger. Der Dollinger, bist du auch ein Linker? Ja, mein Bruder ist auch, spielt auch beim GAK und ich halte schon GAK. Und wie heißt dein Bruder? Jerry. Und in welcher Mannschaft spielt er? U13. Und du möchtest auch gerne mal zum GAK? Ja, schon. Und bislang, und wann wird es soweit sein? Weiß ich nicht. Ja, der Trainer, der pocht auch das schwarze Sturmherz. Also doch eher Sturmanhänger. Und heute das Derby doch Voraussetzungen, die interessant sind. Auf der einen Seite Sturm, die unbedingt gewinnen müssen, um sich von hinten abzusetzen. Der GAK, der unbedingt gewinnen muss, um eben vorne dabei zu bleiben. Denn das erklärte Ziel beim GAK ist ja noch ein internationaler Startplatz. Was glaubst du, wie es heute ausgehen wird? Ich hoffe auf ein gutes Spiel und es wird 2-2 ausgehen. Und wenn ich noch was sagen darf, wir möchten uns beim Veranstalter, beim Liebherr GAK, sehr herzlich bedanken, dass unsere Kinder mit einlaufen haben dürfen. Jeder, der sieht in die Kinderaugen, in die Lachenden, der weiß, wie sie sich heute fühlen.